Bin gespannt auf die 45 Smash Content. Ich bin gespannt, ob sich dieser Aufwand, den wir hier jetzt betreiben, lohnt. Ich bin wirklich gespannt, ob das, was ich jetzt hier mache, am Ende der Präsentation sage, ja, okay, hat sich gelohnt, dass man dann definitiv sagt, man trennt das. Ich bin, ne, also, es ist arschig. Es ist absolut unter aller Kanone Fantastic Shark. Es ist ein Unding. Und ich weiß nicht, was Nintendo damit bezwecken will, aber ich zeig mit diesem Bild in knatschgrün mit ein bisschen rot, zeige ich Nintendo knallhart, das ist ein Dick-Move. Das geht gar nicht. So. Und jetzt lassen wir noch eine Minute ausklingen. Was erwarte ich? Nothing. Ich lag mit meiner Bingo-Karte bisher so daneben. Wenn Zelda-Gameplay reinkommt, freue ich mich. Sonst, wir haben schon lange nichts mehr über Fall Guys gehört für die Switch. Vielleicht kommt da ein Shadow Drop. Ich würde mich sehr freuen, dann könnte ich das nämlich runterladen, dann könnten wir das nämlich auch nachher noch im Anschluss spielen. Ne? Also Treehouse-Event fällt auch flach. Habe ich keinen Bock drauf. Es ist dumm, aber ich kann es nicht ändern. Ich werde es auch nachholen müssen. Mann, so viel Ärger. Dabei war die E3 eigentlich so schön. Bis auf Koch Media. Und jetzt macht Nintendo so einen Blödsinn. Naja. Und dann auch so kurzfristig, als ob die nicht vor Monaten wussten, so, ja, wir machen ja eine Direct. Wir machen ja eine Direct vor Monaten. Ja, da ist alles Co-Stream, ja, ist überhaupt keine. Sind schon vorher, oh, das geht nicht. Was soll das? Genau, nö, einfach nö. Ich mach das heute nicht mit. Nee. Bandai Namco, da werdet ihr mich wieder in der normalen Ausstrahlung Peggy sehen. 18. Mit 23:23 Uhr. So, eigentlich habe ich gehofft, dass vielleicht noch ein Reclaimer kommt, aber wie gesagt, es geht jetzt los. Und es ist auf meinen Ohren. Die Nintendo Direct E3 2021 Edition. So, jetzt muss knallen, Nintendo. Jetzt bin ich mega traurig. Minasan, konnichiwa. Nintendo Direct の案内役を務めます、高橋です。同じく案内役を務めます、小泉です。Nintendo Switch は発売から5年目になりますが、おかげさまで世界中の多くの方々にプレイしていただき、年齢やゲーム経験を問わず、幅広い世代でお楽しみいただいております。皆様、本当にありがとうございます。スイッチは、任天堂が提供するソフトだけでなく、ソフトメーカーさんからもこれまで様々なジャンルのソフトを多数ご提供いただいております。これからご覧いただくダイレクトで皆様にとって良いソフトとの出会いがあればと思います。今回のダイレクトでは年内に発売が予定されているタイトルを中心に最新の情報をお届けしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速こちらの映像をご覧ください。そう、おう、2シュプサー、das kann gut werden。Oh. Oh, oh. Okay. Es ist Smash. Ach du Scheiße. Okay. Wer hatte Kazuya in seiner Bingo-Karte? Als Smash-Charakter? Ja, ist cool. Ist cool. Cool. Cool, 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 cool. Ist das dann auch der finale Charakter für den zweiten Part? Oh. Was soll das denn heißen? Warum schmeißt er die denn alle in den Vulkan? Oder ist das ein Zeichen? Für kein Arms, kein Zelda, kein F-Zero. Ich sehe die Memes schon vor mich kommen. Ah ja, schön, dass du eingeschaltet hast. So ein Schrottspiel, ja nur weil du nicht gut bist.
meiner Schande muss ich zugeben, ich habe den zweiten Pass noch nicht. Ich habe ihn mir noch nicht gekauft, weil irgendwie fehlt das gewisse Etwas. Ja, aber cool. Nein, nicht Kirby! Nein! Aber Kirby kann auch fliegen. Okay. Konnichiwa. Daidanto Smash Brothers Director Sora no Sakurai Masahiro desu. Kakutou Game Series Tekken kara Mishima Kazuya ga sansen shimasu. Nanto. Kuwashiku wa 後日の番組で説明しますが、少しお待たせします。そこで今日はスマブラカズヤにおける通常技のダイジェスト映像を用意しました。ご覧ください。Okay. Wer hatte 40 Minuten Smash auf der Bingo-Karte? Scheiße. Ja, da kommt noch was. One more thing, so wie gestern bei Capcom. Oh. Da habe ich ja wirklich drum gebettelt und bekam nichts. Naja. Die übertreiben es leicht. Hast du dir die Smash Directs angeguckt, wie Sakurai da mit zwei Controllern abgegangen ist? Ich kann das gar nicht. Ich muss auch gerade zugeben, ich habe keine zwei Switch-Controller gerade hier dabei. Es würde gehen! Kazuya の使い方という番組で追ってお出しします。実はこれから収録するんですけれども。放送日はご覧の時間で。28.6. Ende des Monats. Ach so, gibt's dann noch mal, damit der Charakter noch weiter analysiert. Okay, gut. Smash Fans freuen sich bestimmt. Smash Brothers Special の有料追加コンテンツとして、新ファイター、カズヤが参戦です。鉄拳シリーズで数々の死闘を繰り広げてきたカズヤが、スマブラの舞台でどのような活躍を見せるのかご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Die Emotionen des Nintendo Switch, okay. Ich könnte mir die ja parallel anzeigen lassen. Ihr seht das ja nicht. Oder? Oh. Genau, es gibt ja diesen schönen Kino. Aber jetzt erstmal schön entspannen mit Comic-ähnlicher Grafik. Ah, Life is Strange. Cool. Aber ein Comic? Was ist denn dieser Laschenklo? Hallo, lass den Präsidenten von Nintendo in Ruhe. Oder ist doch. Nee. Raschetto-san, wollte ich gerade sagen. Nee, Raschetto-san ist es nicht. Aber ohne Witz, komm. Ey, Life is Strange, komm. Haben wir gesehen auf Square Enix. Aber gut, dass es vielleicht für die Switch... Ja klar, wird ja für die Switch rauskommen. Aber... Life is Strange, True Colors launches. Wobei, es ist der erste, glaube ich, Life is Strange-Titel für die Switch, ne? Kann das sein? True Color und das Remaster? Das kann man dann mal nehmen. Ja, ne? Ja, dann ist es wieder geil. You are Star-Lord, leading a legendary band of heroes for hire. Sieht aber nicht aus wie der dritte Action-Adventure-Game. Ja, ich hab's verstanden. Switch-Game hier im Bauch. Overwhelm opponents with Star-Lord's daring combat style and encounter iconic and original Marvel characters. You'll call the shots for the unpredictable Guardians as you face cosmic threats to save the galaxy. You got this, probably. Marvel's Guardians of the Galaxy. Haben wir gesehen? Also, ich muss zugeben, das ist das Einzige, was bei mir bei Square definitiv hängen geblieben ist. Neben
In this real-time arena-based shooter, you'll switch your invertebrate opponents in 32-player cross-platform combat, play in daily challenges, battle modes, and seasonal events to warm your way up the aber ranks. Aber siehst mal, ich dachte, Worms ist schon draußen. Plus, the Patchwork Bear Outfit, exclusive to the Nintendo Switch version, will be available for free for 2 weeks after launch. A new map, Spaceport Showdown, launches with Worms Rumble, wriggling onto Nintendo Switch June 23rd. Get a 25% discount when you pre-order the game starting today on Nintendo eShop. The fantastical realm of Orcanon awaits. As you explore this fully hand-painted world, you'll customize a team of demigods and unleash devastating attacks in captivating turn-based combat. Das haben wir noch nicht gesehen dieses Jahr. Astria Ascending launches Astria on Nintendo Switch Ascending. September 30. Nehme, gebe mir einen Stift und einen Schmiedsel. Return to the funny, charming, and quirky world of Two Point County. In the wholesome management sim Two Point Campus, you'll build and run your very own university the way you want it. Lots of creative tools are at your disposal to make the school yours and take your educational empire to the next level. Enrollment for Two Point Campus starts on Nintendo Switch next year. Nächste E3, Klemmblock. Definitiv haben wir das dann auch mal co-streamen dürfen. A beloved series rolls into its 20th anniversary this year. Oh, ich sehe Bananas. Ich sag yeah. Ja? Nein! Da wurde doch schon was geleakt von. Ich glaube, was von Kepa das, glaube ich, berichtet, ne? Super Monkey Ball. Ja, war schon geil. Ich habe den 3DS-Titel, wie gesagt, auch von runter gespielt. Habe ich euch ja, glaube ich, auch im Adventskalender gezeigt. Ist ein geiles. Ist Monkey Ball geht immer. Aber die Multiplayer in den 3DS-Teil, den konnten sie eine Pfeife rauchen. Achso, das Mania ist quasi auch nur eine Collection. Seriously. Aber die, die Minispiele sind ein bisschen schöner. Go Bananas when Super Monkey Ball Banana Mania rolls on. Also quasi 1, 2 und das Adventure? Nein. Naja, why not? It's a blast from parties past, and you're invited. Ready for another round of Mario Party Mayhem? Of Mario Party Superstar. It's a superstar collection of Mario Party boards and minigames. Also nach Super Mario Party kommt dann Super Mario Superstars. On five classic boards from the ist ja auch ein... Ach komm, ist ja jetzt schon wieder eine Portierung. Remake. Remaster. Each board is packed with zany events guaranteed. Aber von allen? Ist so witzig, ne? Weil auf dem 3DS gab es ja die Minispielsammlung nur mit den Minispielen, aber nicht mit den Brettspielen. Jetzt haben wir die Brettspiele und aufgewertet. Nee, ich find's gut. All of which support button controls. Wobei, ja, die werden aber einige nicht reinnehmen, gerade die, die so einen Joystick zerstören. Aber ich Bock drauf. Stopp. Doch. Mario Party. Ich fand den ersten Teil so geil. Ich hab das als Kind so gefiebert. Es war so gut. Playing a board game online with friends? Save your progress mid-game, grab a snack, then resume the festivities. Stickers are also available to communicate with others. Yay, stickers. It's time to party in Mario Party Superstars, launching on the Nintendo Switch System October 29th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Ja, bis Oktober ist noch ein bisschen hin. いかがでしたか? Aber finde ich gut. 次の映像をご覧いただく前に少しだけ。Battle Royale Muddy Meat. している Metroid Prime シリーズの最新作。Schön online. Metroid Prime 4については現在も鋭意開発を進めておりますが、本日はそれとは違うもう一つの新たな Metroid を皆さんにご紹介します。こちらをご覧ください。Jetzt kommt's. Minispielsammlung. Kotzig. 2D. Make it 2D. Hä? 5? Das sieht aber schon geil aus. Ich hab grad Pipi in den Augen.
geil. Man hat noch nichts gesehen, aber geil. Oh, 2D Metroid, danke. Okay, 2,5, aber ja. Das ist Dread? Nein! Lekofant, ey! Hammer! Hammer! Ich hab gedacht, das wird nicht mehr entwickelt. Es war ja mal in Entwicklung. Gab Gerüchte. Jetzt ist es echt draußen. Boah, geil! Und ich sehe dir die Peitsche ist wieder dabei. Hier dieses Rumsching wie aus Samus Returns. Vielleicht arbeitet Möckels. Aber ich find's geil. Da hast du Gameplay. Ja, aber zum falschen Metroid, verdammt. Aber geil. Mit Tarnmodus. Oh Gott. Hammer. Hab ich Bock drauf, schalalalala. Was dieses Jahr noch? Mann, hat meine Kamera sogar den Fokus verloren. Geil. Geil. Nintendo gewinnt die E3. Jetzt kann wirklich alles kommen, ist mir scheißegal. Geil. Hast du dir nur eine Xbox geholt? Wofür? Ich krieg doch Metroid. Nein, ich hab keine. Oh! Verdammt! Nimm mein Geld, ist doch egal. Geil. Mit neuen Amiibos. Bin ich cool. These familiar franchises are bam, back bam, on bam, Nintendo bam. Switch. Hammer. Get ready to so, okay, jetzt habe ich wieder Zeit für den Chat. Also, es gibt ein falsches Metroid. Ist alles richtig. Es gibt noch richtige Metroids. Ja, klar. Haben sie gesagt, alles, was gezeigt wird, kommt dieses Jahr. Aber, komm schon. Wer kam denn auf die Idee zu sagen, so, wir hauen ein separates Metroid? Ich nicht. Klar, wurde immer wieder gesagt, kommt zwei Dias. The Arcade Smash Hit Cruisin' Blast is speeding onto Nintendo Switch. Ja, und Martin kann ich mit Metroid überzeugen. Up to four players can race together, so pick your favorite vehicle and hit the road. Aber wie gesagt, das Samus Return ist mega cool gewesen. Geil. Jeder präsentiert bei Just ein anderes Lied, ja. Vielleicht deswegen. It's the ultimate Dragon Ball Z experience. Relive the story of Goku and other Z fighters through four sagas in this action RPG. Saiyan. Jetzt hauen sie das Dragon Ball Z jetzt irgendwie auf die Switch raus. Gefühlt. Zwei Jahre später? Ja, wann kam das Kakarot raus? Auf jeden Fall ein Titel, den wir wahrscheinlich hätten heute Abend eventuell noch gesehen. Ja, war cool. Along with the main story, you can explore the vast world of Dragon Ball Z. Hey, why not help out the locals? Das Arcade-Ding sieht lustig aus, ne? Mit den Autos, ne? Collect ingredients for delicious meals. You could always train to acquire new skills too. Anfang 2020, okay, also doch Anfang letzten Jahres. Ja, manchmal lohnt es sich wirklich nicht zu warten, gerade bei Multiplattform-Titeln. Oh, selbst der Sprecher freut sich da, find ich super. Ich glaube, jetzt zeigen die erstmal, um die Leute zu beruhigen, weil sonst reden sie, sonst kippt gleich auch nochmal. Alter Schwede, Metroid Dread. Here's a quick glimpse into each of the modes. Standard Golf. Take your time to read the wind and terrain on the greens. Hit different types of shots and aim for under par. Nice birdie. Speed Golf. Smack your ball, then chase after it. Be the first to get your ball in the hole. Outpace your rivals with special dashes and special shots.
Battle Golf. Duke it out over 9 flag-marked holes in an obstacle-filled arena. Capture 3 flags to win. Golf Adventure. Ja gut, aber das haben wir doch schon alles mal gesehen. Gut, okay, ist ja eine Werbeveranstaltung. Das darf man ja nie vergessen. Eine Werbeveranstaltung, die ich nicht streamen darf, aber... And here's some news. Free updates are planned for future release, including additional courses and playable characters. Der Chat bei Nintendo geht auch gut ab. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. So set your tee time. Nicht kommentieren, einfach weiter. In Mario Golf Super Rush, swinging onto the Nintendo Switch System June 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Ready for the ride of a lifetime? Welcome to the vast and vibrant world of Monster Hunter. Ja gut, wird halt nochmal Monster Hunter. As a rider in this RPG adventure, you'll explore diverse landscapes by riding your monster, a monster companion. Metroid und ich krieg Eis. Gather materials such as für die Abkühlung da draußen. Then use them to craft items for your journey. But beware of the many monsters roaming about. Some are docile, but others may suddenly ambush you. Eisborner loben, ja, auf jeden Fall. Danke fürs Eis. Unbekannte Person aus der Tür. Overwhelm enemy monsters in turn-based battles. Win, and you'll be rewarded with their materials, which can be forged into new weapons and armor. Hey, is that an egg? You might be able to hatch a new monster. Ja, also wie gesagt, auf Monster Hunter Stories, die Vorfreude ist da auch ein bisschen höher gegangen, aber wie gesagt, mir hängt halt eins noch im Rücken mit den Worten. Das hat vorher noch gespielt. Aber ich glaube, man kann Teil 2 spielen, ohne irgendwie Vorkenntnisse über Teil 1 zu wissen. Außer man, ne, man muss, sollte wissen, dass halt da auch der Red eingeführt worden ist. Den man, glaube ich, dann auch umbenennen kann. Und wie gesagt, das wurde gestern bei Capcom auch schon angekündigt. Am 25. kann man dann halt die kostenlose Demo einmal anspielen, um zu gucken, ob das was für einen ist. Sehr gut. Nein! Echt jetzt? Neues WarioWare. Did you miss me? Auf jeden Fall. Hey, what do you mean? Geil. Wario. And it's finally ready. A brand new game from my company. Check it out. Control me. Dass sie nochmal ein WarioWare rausbringen. Look at me go. Oh, was? Rats. Check out these chumps. They came back. And they have wonderful. Aber ist das dann ein Twinstick? Shooter? Not the bad. Use the spinny, whatchamacallit. Ha! Nailed it! Same microgame, different abilities. Grafikstil ist seltsam. WarioWare. Grafikstil ist okay. Gameplay denke ich mir gerade so. Nani? So play nice, or else. Not nice. All right, you. Yes, you, the one watching this. Better get ready for some microgame mayhem. The WarioWare Get It Together game launches exclusively on the Nintendo Switch System September 10th. Pre-orders begin today. Ja, so grafikstilmäßig ist es auch, glaube ich. Ich glaube, es kommt aus der gleichen Schule von Intelligence Systems. Aber es hat nichts mehr mit Rhythmus. Das ist auf jeden Fall cool. の映像です。最新作ではワリオとその仲間たちを自らが動かす新たな瞬間アクションや二人同時プレイなどが加わり、遊びの幅がぐっと広がりました。発売までもう少しだけお待ちください。続いてはこちらの映像をご覧ください。おう、神々転生。As a high school student living in Tokyo, your life is fairly normal. Nein, Marin, der Titel wird für 40 Euro verkauft, glaub mir. But that reality is upended after you get pulled into a different dimension. Die haben etwas am Hauptprotagonisten geändert, ne? Hier dieses Blumenmuster auf der Schuluniform sieht schon gut aus. Irritiert noch ein bisschen. Erstmal schön Death Metal drauf. Yes. A post-apocalyptic world where angels and demons reside. Suddenly, you fuse with a mysterious figure
gaining the power to fight demons. What lies ahead in this alternate realm? Und nachdem ich Teil 3 gespielt habe, muss ich sagen, habe ich Bock drauf. The world is now transformed into a sprawling, demon-infested wasteland. Das sieht auf jeden Fall auch so gut aus. Though friendly demons do exist here, many are hostile and will attempt to destroy you. Turn-based. Harness your newfound powers to fight demons using a command-based system. Ja, im Bufu würde ich mir jetzt auch gerne ins Gesicht ballern. By targeting it, the number of consecutive actions you can perform in a combo will increase. Though demons are formidable opponents. Wie gesagt, ich habe jetzt nur den dritten Teil auf der Switch grob mal, ich glaube, 8 Stunden gespielt. Ich komme an einer Stelle nicht weiter, muss grinden wie ein Bekloppter. Und es ist nicht schlecht. Das Spiel lässt dich zwar ganz schön hängen, der dritte Teil, aber sonst sau cool. If a negotiation is successful, a demon will become a powerful ally. Na gut, was man jetzt vielleicht nicht sieht, man muss den Dämonen auch was anbieten, ne? Elixiere, Leben, Geld, bisschen Leben, Vergiftung aufheben und sonst irgendwas. Und dann können sie Part deines Teams werden. Die kannst du dann auch wie in Persona dann ineinander fusionieren und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Na guck mal, jetzt wird sogar erklärt. Another demon can be created. The newly fused demons' innate abilities will vary, granting you a powerful ally, customized to your needs and playstyle. Nicht so sehr wie gestern bei Limited Run. Die haben sich gegenseitig unterbrochen. Challenge the many demons. Die blauen Haare, die sind auch ein bisschen verwirrend, aber gut. By harnessing the power of your own. What destiny will you choose? Oh, dann war das geleakte Datum sogar richtig, glaube ich, ne? 12. November? Krass. Aber Gameplay? Und dann für eine tragbare Konsole. Top. Ja, egal. Wird beides gespielt. Ich zu Hause bin Forza. Und wenn ich da unterwegs bin, schon wieder mit jetzt. Passt auf. Da kein Romper. Aber ist das nicht schon für Switch draußen? Three games in the deadly Danganronpa series are coming to Nintendo Switch. Oh, okay. Monokuma, the self-proclaimed school headmaster, has trapped you and other high school students in a game of literal life and death. Ja. Unfortunately, the only way out of the school and this lethal game is to betray the other students. And so it begins. A bomb has been discovered! When a student meets their demise, a class trial will take place to reveal the culprit. You're the culprit, aren't you, Mii? They probably moved the body there. Use the evidence you've gathered to refute contradictions and find the guilty party. Are you okay? Plus, the board game from Danganronpa V3 Killing Harmony has been expanded into a standalone game. Hey. Danganronpa S Ultimate Summer Camp. An all-star cast of characters from the Danganronpa series will come together to battle at a tropical resort. Who's the strongest of them all in this ultimate beach brawl? The four-game collection Danganronpa Decadence launches as a physical exclusive on Nintendo Switch later this year. Okay. Danganronpa Fans freuen sich. All four games will also be individually available on Nintendo eShop. Im Laufe des Jahres, sehr cool. We hope you're not afraid of ghosts. Geil! Ich sehe es, ich liebe es. Portierung, Baby. Project Zero. Geil. Adventure game. You'll uncover the mysteries surrounding the ethereal but deadly. Und dann das Priesterin des schwarzen Wassers of many disappearances. Ghosts frequent this mountain. Your only defense. Eines der letzten exklusiven Wii U-Spiele jetzt für die Switch. Es wird immer weniger. Fehlt eigentlich nur noch Xenoblade Chronicles X. Halloween ist gesichert. Ja, Halloween in nächstes Jahr. Wobei, ich glaube, wir spielen den Wii U-Teil.
New costumes and photo modes are included in this version. Can you investigate Mount Hikami and stay alive? Project Zero, Maiden of Black Water, creeps onto Nintendo Switch this year. Sehr gut. Aber in Amerika kam das nur digital only raus. Deswegen hoffentlich als Retail, sonst ich hab's für die Wii U. Deswegen, so. Your war is not over. Raise okay. Hell in the first campaign expansion for Doom Eternal, The Ancient Gods Part 1. Ach so, stimmt, das kam noch nicht für die Switch raus. Deeper and more challenging combat awaits. As you eliminate Hell's newest threats in demon-infested ruins and rain-swept terrain. The fate of the cosmos is in your hands. Get slaying when this campaign expansion launches on Nintendo Switch later today. Da gehen jetzt wieder die Preise für die Wii U-Teile runter. Get ramped up for two iconic skateboarding games fully remastered in HD. Mal gucken. Wenn es als Retail rauskommt, wahrscheinlich. Sonst eher. Tony Hawk and a roster of new and returning pros. Vielleicht gehen ja irgendwann mal die Preise für die Wii U-Konsolen runter. Ich hätte schon gerne zwei. Locally or online to show off your tricks against other skaters. Drop in to Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2, launching on Nintendo Switch June 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Ja, gucken, ne? After 4000 years, Sateki, the Witch Queen, has risen from the dead. Doch, and only one group of heroes can stop. Ist das nicht dieser Vier-Spieler-Koop-PC? Ah ja. Boah, das haben Matti und ich mal vor Jahren auf der Gamescom gespielt. Wurden sogar eingeladen. Pressetechnisch. Weil das müsste irgendwie 13 gewesen sein. Go it alone or team up with other daring adventurers in local wireless Oder hau ich das gerade mit anderen Koop-Spielen durcheinander? Expect the unexpected when Strange Brigade launches on Nintendo Switch later today. Ja, war cool. Devil's Third, ja, stimmt, da gab's ja noch was. Devil's Third. Mario and his friends will team up with the Rabbids once again to restore order to the galaxy. Also, da habe ich bei Ubisoft Songtron gesagt bei dem Stream, das war mein Ubisoft Highlight. Das fand ich mega cool. Auch wenn es vorher geleakt worden ist, aber look at these. It's beautiful. Rosalina joined them. Wait, is she bored already? Alter, sieht das mehr aus. Ja, mein Gott, das ist halt auch with quirky residents and even quirkier secrets. Ja. And in this fresh take on the tactical genre, kein Spiel, was du auf einem Nintendo Switch sitzt, auch freely around the battlefield, mal gucken, wie teuer das new strategic and chaotic possibilities. So aim for victory with a little help from your friends. Wait, who's that? Well, one thing's certain. This is gonna be one heck of a galactic adventure. Mario Aber kommt Rabbids, nächstes Jahr. Sparks of Hope launches into space or zeigen die doch Nintendo Sachen Switch für nächstes Jahr? Komisch. Gezeigte Spielausschnitt befindet sich noch in Entwicklung. Hä? Nein! Die hauen Advance Force wieder raus! Alter Schwede! Alter Nintendo, ihr macht mich fertig! Das ist ja mega cool! Ja, Remake! Remaster, Port, weiß der Teufel! Geil! Endlich mal wieder alte IPs, wo du denkst, so, ja, die hocken doch darauf. Weil der letzte Advance Wars Teil, das war DS, glaube ich. Endlich mal weniger Fire Emblem, mehr geilen Kram hier. And vibrant gameplay in store, as you lead the commanding officers to victory. Ja, cool. Auf jeden Fall. Play the first two Advance Wars campaigns in Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, marching onto Nintendo Switch this winter. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. So, und jetzt noch Physical. Limited Run! 今回のダイレクトは次が最後の紹介になります。ご覧ください。Alter, ich bin jetzt schon durch. 8 Minuten haben die noch. Fünf Kilo Guthabenkarten kaufen. Ist jetzt die Qualität vom Stream so schlecht oder ist das Spiel so? Also ich besitze es leider nicht.
das Hyrule Warrior. Wie heißt es denn nochmal? Zeit der Verzehrung im Deutschen? Nee, wie heißt es denn? Hab's vergessen. Yeah, Eponator! Verheerung, okay. Zeit der Verheerung. Zeit der Verheerung, Tatsache. Danke, Aya. Ja, cool. Oh! Konnichiwa. Jetzt geht's ab. Zelda の伝説シリーズプロデューサーのアウドマです。まずご覧いただいたのは、光栄テクモゲームスさんのゼルダ無双厄災の目視録エキスパンションパスに含まれる追加コンテンツ第1弾の映像でした。Das heißt in drei Tagen. Wow. ブレスオブザワイルドの100年前を舞台にしたリンクや仲間たちのさらなる戦いにぜひご期待ください。さて、本日は他にもいくつかご紹介したいと思います。まずは改めてになりますが、来月に発売が迫ったゼルダの伝説、yeah. スカイウォードソード HD です。ジョイコン2本持ちでリンクと一体になって冒険できる体感操作と、携帯モードなどでスティックを弾いて剣を引くボタン操作の両方に対応しています。また本作はシリーズで最も古い時代を描いたゼルダの伝説の始まりの物語。Viele Videos dazu, dass sie an einigen Stellen eventuell ein paar Ressourcen noch gut machen hätten können, tun, wenn sie gewisse Sachen anders designt hätten. 伝説と語り継がれるようになったのか、本作によってこれらの始まりが紐解かれます。Schwierig halt. ゼルダの伝説、スカイウォードソード HD. Das kommt ja schon nächsten Monat. どうぞお楽しみに。Ja, aber ich werde nur den Amiibo testen. Von mir seht ihr da leider kein Geld. Aber ich hab den V-Teil ja noch hier.Oh nein! 実はこんなものを作っています。Nicht schon wieder! ゼルダの伝説が遊べるゲーム&ウォッチです。今年でゼルダの伝説は誕生してから35年を迎えます。ゲーム&ウォッチ35周年にあたってのキャンペーンは予定していませんが、節目となるこの機会に当時を振り返ることができる特別なアイテムとして、懐かしのゼルダが楽しめるゲーム&ウォッチの開発を進めました。Also das Mario Display war der Hammer. 収録しているゲームは、初代ゼルダの伝説、リンクの冒険、direkt zwei Spiele drauf, cool. ゲームボーイ版のゼルダ、drei Spiele drauf. Oh, da ist die Frage, ob dann auch die deutsche Übersetzung dabei ist. そしてキャラクターがリンクになった。ゲームは、ニオのコンドーム。じっくり遊べるゼルダから、気軽に遊べるバーミンまで、四種類のゲームがお楽しみいただけます。また、ゲーム&ウォッチならではのウォッチ機能として、初代ゼルダの伝説をテーマにした遊べるゼルダ時計と、リンクの冒険をテーマにした遊べるショートタイマーをご用意しました。その名の通り、どちらもリンクを動かして遊ぶこともできます。手軽にいつでもゼルダが遊べるゲーム&ウォッチにぜひご期待ください。Horizon, es tut mir leid. さて、次が最後となります。ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編です。最初の公開から約2年間、何もお伝えできていませんでしたが、開発は順調に進んでいます。本日は新たな映像を少しではありますが、ご用意しましたので、ご覧ください。Ein paar Aufzeichnungen. Oh, oh, oh.Ja, es ist 2 Jahre her, dass es angekündigt worden ist. Yay, Zeit rennt. Metroid Prime 4 sind 4 Jahre. Zeit rennt, deswegen. Was ist mit Links Arm passiert?Kein Tablet mehr. Ja, ja, ist jetzt alles integriert im Arm.
Ich habe Teil 1 noch nicht gekauft. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Aber cool, was man jetzt da gesehen hat. 2022. Oh yeah, baby. Schön. Wie war es? Sehr gut. Ich freue mich schon, mit Link durch Gestein zu schwimmen. Beautiful. Bin gespannt. Also das war cool. Ein bisschen was zeigen konnten sie. Aber es ist kein Bingo. Es ist kein Gameplay gewesen. 今回紹介できなかったさまざまなタイトルについても開発を進めていますので、今後も任天堂スイッチにご期待いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。 Dankeschön. Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war's. Echt? Ihr habt noch zwei Minuten. Nein, das war's. Das war die Nintendo Direct. Puh, Nintendo hat delivered. Ich bin bedient. Hammer. Metroid. Oh. Skyward Breath of the Wild. Ja, das dachte ich auch, ne, mit der fliegenden Stadt. Das sah auf jeden Fall sehr cool aus. Aber die erste Reaktion war wirklich so, was ist mit Links Arm? So nach Motto, ja, Tablet haben wir jetzt im Arm integriert. Nintendo gewinnt die E3. Definitiv. Dicht gefolgt von Limited Run. Dann kommt erst Microsoft in meinen Augen. Metroid 5. Er ist der Hammer, wirklich. Metroid Dread. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie es zeigen. Bin nicht davon ausgegangen, dass es überhaupt irgendwie existiert. Das war Hammer. Was war bei Limited? River City Girl Zero? River City Girl 2? Shantae für PS5? Plumbers Don't Wear Tight? Und Castlevania Rondo of Blood auf Topographic City. Oh Mann, ey. Also haben auf jeden Fall schön abgeliefert. Fand ich sehr, sehr gut. Es ist nur echt schade, dass ich es nicht so zeigen konnte, aber kein Switch Pro. Hamburg Pirat, ganz ehrlich, das letzte Mal, dass irgendwie Hardware gezeigt worden ist von Nintendo, war die Wii U vor 10 Jahren. Seitdem hat Nintendo nie Hardware auf der E3 gezeigt. Das darf man halt nicht vergessen. Deswegen war mir eigentlich schon klar, dass da kein Nintendo Switch Pro kommt. Deswegen habe ich es auch nicht in Bingo genommen. Also da wäre mir definitiv sicher, da kommt nichts. Aber wir haben Metroid. Einfach mal Metroid, reicht mir schon. Ich weiß jetzt schon, dass der Psychoholic, aka die Apfelnase, den dreht wahrscheinlich komplett am Kabel, wenn das mitkriegt. Geil, Metroid Dread. Ich weiß, einige vom Chat sagen nur, oh, wie viel. Ist geil. Freue ich mich sehr drüber. 2D Metroid geht immer, saucool. Wario, ganz vergessen, auch saucool. Wario Gold habe ich geliebt, wirklich. Und dieses Get It Together, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Bin da sehr gespannt, wie das Gameplay technisch dann aussieht. Was haben wir noch? Super Monkey Ball, auch nochmal eine Collection. Advance Wars, 1 und 2, auch nochmal eine Collection. Das ist auch gut. Das Game & Watch Zelda, danke Hamburg Pirat, auch sehr nice. Erst recht, weil es sehr, sehr, also leider sind diese Game & Watch Versionen ziemlich schwer zu cracken. Dass man da eventuell andere Sachen drauflaufen lassen kann. Das hab ich dann videotechnisch mal nachverfolgt, weil die ganzen ROMs sind irgendwie auf so einem kleinen Bauchip drauf auf der Platine und der ist schlecht. Den kann man halt nicht so geil rauf und runter nudeln wie so ein Super Nintendo Mini oder ein NES Mini. Deswegen. Oh Mann, ey. Ich sehe es gerade. Jetzt wird gerade nochmal gezeigt im Treehouse, dass Metroid Dread muss ich jetzt. Ich darf jetzt kein Primer sagen. Prime Dread. Dread Prime. Prime Dread. Sau cool. Sau cool, auf jeden Fall. Na, jetzt Development History. Komm, das gucken wir uns noch an. Ich muss mal gucken, wie ich die Aufzeichnung dann irgendwie hinkriege, aber das wird auf jeden Fall sehr interessant. Dieses Anime-Game Japan-Spiel, du redest von Monster Hunter Stories oder. Also wie gesagt, das Samus Returns, das war schon echt cool.
Na und okay, klar, man könnte sich jetzt darüber streiten, über den Anzug. So selber sieht ein bisschen sehr blau aus. Aber ich glaube, dazu gab es doch mal irgendwo im Metroid Prime, glaube ich, irgendwie einen Teaser oder so. Es hat nur die Frage, scheißen sie auf Other M storytechnisch? Weil ich bin gerade überlegen, hast du Metroid, Metroid 2, Super Metroid? Ja, wenn das 5 ist, dann haben sie Other M noch drin. Oder sie zählen Prime als 4. Fusion. Verdammt, Entschuldige, ich habe Fusion vergessen. Fusion ist offiziell 4, ne? Dann passt es ja mit 5. Na, es wird auch gerade gezeigt, dass auf jeden Fall Fusion irgendwie auch noch dazwischen war. タイトルになっているドレッドの意味は恐怖です。無敵のサムス・アランを襲う絶望的な恐怖を表すタイトルです。行ったこともない惑星で一人で。Naja, aber es ist halt, es ist wie gesagt schade, dass es halt nicht rausgehen darf. Aber Bandai Namco heute Abend geht auf jeden Fall. Also den Part mit Metroid würde ich mir gerne noch angucken. Deswegen seid mir da jetzt einfach nicht böse. Einfach weitergucken. Ne, twitch.tv/Nintendo. Ne, der Producer redet gerade. Ich glaube, das ist auch ein Urgestein. Das müsste, glaube ich, der Hauptentwickler der Metroid-Reihe sein. Mich recht entsinne. Aber ich habe den Namen gerade nicht gesehen. Deswegen. 正直この企画を諦めることになるかなと思ってたんですが 3DS のサムスリターンズを共同開発したマーキュリースティームエンターテインメントがすごく Mercury Steam hat auf jeden Fall sehr viel beigetragen bei サムスリターンズ das war mega というゲームの理解が半端なかったんですね。この最高のパートナーだったらメトロイドドレッドは必ず完成すると確信しました。そして Du musst dir vorstellen, das haben die sich vor 15 Jahren mal ausgedacht und jetzt mit Mercury Steam ist es rausgekommen. Also haben sie es geschafft. Cool. Ja, ist auch cool, echt. Ich mag leider diese 3D, 2D-Zeug nicht. Das sieht immer mittelmäßig aus. Entweder das eine oder das andere. Ich fand das schon bei Mega Man 11 nicht so toll. Ja gut, Mega Man 11, da gebe ich dir recht, das sah allgemein nicht so toll aus mit diesem CGI-ähnlichen Ding. Das heißt, Moment, das heißt ja, man hat bei Dread Samus und diesen Emmy, der dich dann quasi verfolgt. Boah, ach du Heiliger, ey. So als ob die Nemesis dich verfolgt. これの使い方がゲームの進行を大きく左右します。歯が立たない敵に見つからないように。これはピクセルコンスト、アルタツ、ムーンスペッサー、これはメトロイド、リメイクか、ノイ。Der Name Metroid Dread ist das erste Mal gefallen. Ich glaube, wenn man in Metroid Prime in der Piratenbasis gewisse Scans liest, dann fällt der Name Metroid Dread irgendwo. Aber ich kann mich leider nicht mal ganz genau erinnern, was das genau war. Also der Name ist auf jeden Fall bekannt und er hat auch gerade gesagt, das Spiel hat man sich irgendwie, hat da konzepttechnisch was schon vor 15 Jahren da gelegen. Aber ich glaube, mit Mercury's Team hat man jetzt gesagt, so geil, mit dem Team können wir es machen. Na, weil wie gesagt, das Samus Returns funktioniert. Das ist ein wunderschönes Spiel. Man muss nur 3DS haben und ein bisschen Auge zukneifen, damit man nicht die Pixel zu sehr sieht. Aber es sieht gut aus. Und es ist wunderbar spielbar. Metroid ist ein Tansaku-型 Action-Game. Power-Up-Ability. Aber cool, auf jeden Fall. それらのアクションでサムスの行動範囲が広がっていくという仕組みです。
Ja, es kommt drauf an, wie sie es eingebunden haben. Man hat es ja in Fusion auch gehabt, dass man so eine Art Nemesis hatte. Und das waren dann so ein paar Passagen, wo dich dann die Nemesis quasi verfolgt. 8. Oktober. Diesen Jahres. Also wahrscheinlich, wenn ich direkt nachdenke, Spiel des Jahres. Ich wüsste auf Anhieb sowohl dieses Jahr als auch, ja, wobei dieses Jahr Monster Hunter. Es wird sich wahrscheinlich keilen mit Monster Hunter, aber es ist Metroid. Na gut, aber jetzt geht das Treehouse-Event los und ich würde jetzt einfach sagen, wir machen jetzt einfach mal was anderes. Ich bin da eigentlich davon ausgegangen, dass vielleicht irgendwie mal Fall Guys gedroppt wird. Das wäre ja zumindest noch cool gewesen. Aber leider nein. Den Rest gucke ich mir dann dementsprechend dann ohne euch an. Morgen mit Gameplay, Material, wie das dann allgemein aussieht. Das steht quasi schon in seinem Schrank. Ja, es ist quasi schon hier. Ich werde wahrscheinlich, also wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde in die Zukunft reisen. Ja, gut, okay, ich würde in die Vergangenheit reisen und die alten Metroid-Teile kaufen, als sie noch neu waren. Aber ich würde in die Zukunft reisen und ein Wurmloch entstehen, damit ich nur an das Spiel rankomme. Was sagt deine Bingo-Karte? Schlecht. Also, wir können mal gerne drauf gucken. Es ist mega schlecht. Wenn ich jetzt alle Kacheln durchgehe, es ist kein VR-Titel rausgekommen, der mir gut gefallen hat, der mir auch im Gedächtnis geblieben ist. Es sind ein paar Dinger gewesen, aber keins, wo ich sage, dafür kaufe ich mir jetzt eine Oculus. Das war ja dementsprechend oben rechts. Kein F-Zero. Das ist der zweite Part. Schade. Also, dass der Tekken-Protagonist quasi Captain Falcon runtergeworfen hat in den Lavasee, hat also für mich eine symbolische Bedeutung. Das fand ich ziemlich gemein. Danke, Nintendo. Battle Royale haben wir aber gesehen. Kein Bayonetta. Kein Forza Motorsport Release Date. Wir haben ja dazu gar nichts gesehen. Wahrscheinlich wurde es auch nochmal rebootet, wie Everwild. Perfect Dark gab es auch nur den Hinweis, da arbeitet man dran. Connect Tank habe ich in den Streams kein Release-Datum gesehen, aber angeblich gibt es bei Steam schon den Hinweis 14. August. Keine Ahnung, ob der stimmt. Die neue Xbox-IP haben wir gesehen. Das war Redfall quasi und noch ein paar kleinere Sachen. Ich zähle jetzt, wer wir Tester-IPs mit Xbox gleich, ist halt alles eine Family, passt. Beyond and Good and Evil haben wir nicht gesehen. Metroid Prime 4, ja, vielleicht nächstes Jahr. Irgendwelche Infos? Irgendwas Persona-Technisches? Nee, ich hätte Shin Megami Tensei schreiben sollen, hätte ich den Kreuz bekommen. Saints Row 5 auch nicht. Ein Release-Date zu Master Chief. Ja gut, Holiday ist kein Release-Date, also nein. Ghostwire haben wir auch gar nichts gesehen. Vielleicht wurde es auch neu gestartet, keine Ahnung. Das ist jetzt mein Dauerwitz, wenn man nichts hört, so, oh, wurde neu gestartet. Star Fox, nope. Everwild, nope. Ports, Ports haben wir gesehen. Gerade bei Nintendo hat gut delivered. Aber den ersten Port, den wir gesehen haben, das zähle ich jetzt einfach als Portierung, das war Hades. Weil Hades jetzt auch für die dementsprechenden Konsolen portiert worden sind. Und damit habe ich das Kreuzchen bekommen. Eine neue Nintendo-IP. Bin jetzt gerade überlegen, gab es eine neue Nintendo-IP? Eigentlich nicht. Alles alter Käse. Guter alter Käse. Also eine neue Nintendo-IP gab es nicht. Bin gerade dabei eingepennt. Pff, lächerlich. Hast Zelda verpasst. Zelda-Gameplay. Zelda kann jetzt durch Wände schwimmen. Link kann jetzt durch Wände schwimmen. Ja, kein Splatoon-Infos, kein Skull and Bones, Starfield gab es kein Gameplay, Amiga 500 Mini hätte ich mir denken können, dass ich das beknicken kann, aber ich habe gesehen Koch Media und denke so, vielleicht Mini-Konsole. Also ich könnte, also wenn man jetzt das, was man an Zelda gesehen hat, jetzt als Gameplay äußern könnte, wäre es ein Bingo gewesen. Aber ich bin fair, für mich war das ein Hallo-Trailer. Wir sind auch da. Hier, also ich habe keinen Hub gesehen. Bei Gameplay muss mindestens ein Hub dabei sein. Ich hätte mindestens Herzen sehen müssen, wäre es Gameplay gewesen. Ne? Deswegen bin ich fair. End Vita kam gar nicht. Bin gehofft, dass bei Limited Run vielleicht ein Vita-Spiel rauskommt, aber nicht. Und Splatoon 3 kommt dieses Jahr nicht. Hat man also auch keine Info gesehen. Angeblich die nächste Mini-Konsole, die von den Machern vom C64 Mini gemacht worden sind. Hätte
oder soll dieses Jahr irgendwie kommen, soll vielleicht noch angekündigt werden und man weiß noch nicht, was es wird. Das ist der Knackpunkt. Es soll auf jeden Fall in diese Generation reingehen, C64. Das heißt, Amiga 500, Amiga Atari ST oder noch älter. Und die Entwickler haben das Ding nicht selber gepublished, sondern das Gerät wurde gepublished durch Koch Media. Deswegen bin ich von ausgegangen, vielleicht kommt da was mit Koch Media. Deswegen der Atari 500. Das war mal so eine komplexe Struktur. Aber an ein Metroid in 2D, daran habe ich nicht gedacht. Aber, ach, mein Gott, ist egal. Die E3, so, es ist schön, dass sie wieder da ist. Es ist wirklich schön, dass sie wieder da ist. PC Gaming Show und Future Gaming Show war zu lang. Koch Media hat gar nichts gezeigt. Square sollte sich vielleicht mal, ja, wobei Square hat schon besser delivered als Capcom. Capcom hätte, ja, weiß ich nicht. Capcom, da kennt der Fantastic Shark meine Meinung. Das war etwas, da hätte man vielleicht noch irgendwie so einen kleinen Knochen hinschmeißen können. Aber leider nein. Ne, und sonst, war okay. Was kam da bei Capcom? Capcom ist noch bei mir, noch bei mir auf dem Rechner, habe ich noch nicht hochgeladen. Wird aber alles im Laufe des morgigen Tages auf jeden Fall hochgeladen. Genauso wie auch die Nintendo Direct und auch dementsprechend das Entwicklerbuch, was auch gerade gezeigt worden ist von Metroid Dread. Was ich mir gerade parallel auch antue. Und es sieht so gut aus. Verdammt. Es sieht wirklich gut aus. Und ich kann es euch nicht zeigen. Ich habe echt Schiss. Ja, also wirkliche Kracher waren jetzt nicht dabei. Man muss aber auch sagen, Corona könnte daran schuld gewesen sein, dass nicht viel gezeigt worden ist an Krachern. Und halt, dass halt auch viele Entwicklungen neu gestartet worden sind. Ne? Also Everwild gibt es Gerüchte, dass es komplett nochmal neu rebootet worden, dass es da Probleme gibt. Dann halt Metroid und Bayonetta. Metroid wissen wir, dass es rebootet wird. Was mit Bayonetta 3 ist, keine Ahnung. Da ist auch irgendetwas schiefgelaufen wahrscheinlich. Ne? Erst recht, weil Platinum wahrscheinlich einfach zu viele Aufträge angenommen hat und jetzt erstmal an Babylon's Fall sitzt. Oder an ihren eigenen IPs wie Big Giant Robot. Nee, wie heißt es nochmal? BB? Gogo BB? Oder was der Teufel? Ne? Einfallslosigkeit kommt von Corona. Ja, Corona macht einige schon schwieriger. So ist es nicht. Aber genau, Skull and Bones ist genau sowas, wurde auch komplett nochmal rebootet. Keine Ahnung, ob es jemals kommen wird. Und auch Halo, dass das jetzt einfach mal auf ein komplettes Jahr verschoben worden ist, hat wahrscheinlich auch ähnliche Gründe gehabt. Aber da, es ist halt schwierig. Ich vermute auch eher, dass man dieses Jahr und vielleicht auch nächstes Jahr relativ wenig sehen wird, dass es dann wahrscheinlich erst 2023 und 2024 richtig abgehen wird. Aber auch hier alle Angaben ohne Gewähr. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, in die Kristallkugel. Wenn ich mir meine Top 5 Anfang des Jahres angucke, weiß ich ganz genau, dass mir schlecht wird, weil ich keinen Treffer dieses Jahr wahrscheinlich kriegen werde. Wir wissen zumindest, Nintendo feiert zum Zelda Anniversary zumindest irgendwas. Es gibt Skyward Sword, es gibt Amiibo und es gibt den Game & Watch. That's it. Leider weniger als bei Mario. Ist ein bisschen traurig. Naja. Könnten sie einfach Babylon's Fall canceln und dafür Bayonetta weiterarbeiten? Babylon's Fall scheint ja eh online zu sein, ja. Und ich glaube, Babylon's Fall sah auch anders aus. Also ich kann mich erinnern, dass es auch komplett anders aussah. Es hat jetzt diesen einen sehr, sehr komischen Grobpixelfilter drauf, der mir nicht gefällt. Und dann durch die Tatsache, dass es halt ein Online-Multiplayer-RPG wird und halt auch ein Game-as-a-Service, habe ich da ein bisschen Bedenken dabei. Ich glaube, das wird sich nicht verkaufen. Oder wird vielleicht ein verwirrt bei den 10 Jahren erzählen, oh ja, der Titel ist so gut, wie Plumbers Don't Wear Ties. Keine Ahnung. Ist schwierig. Aber doch nicht in dem Sammeln Prototyp programmieren. Ich kann mir leicht gesagt Bayonetta 3 schlecht auf der Switch vorstellen. Bayonetta 2 lief doch super. Also,
habe es auf der Switch gespielt. Fand ich gut. Na, deswegen. Ich weiß nicht, wie es damals gedacht war. Wie gesagt, kann es nicht einschätzen, was und wie und überhaupt. Das ist doch ziemlich schwierig geworden. Ne, aber wie gesagt, es ist halt, ja, ist halt so. Es war wahrscheinlich für viele nichts dabei jetzt bei Nintendo. Ich wurde delivered. Mario Party 1, ich liebe Peach Cake. Für mich bestes Brettspiel in Mario Party 1. Mit den Pflanzen, Samen kaufen und weiß der Teufel. Das ist richtig gut. Ne? Die Demo zu Final Fantasy Origin funktioniert seit heute endlich. Und gameplay-technisch macht das sogar ziemlich Laune. Erinnert stark an Nioh. Oh, okay. Also, ist es doch Souls-like? Oder ist es nur ein Action-Adventure, wo du blocken kannst? Advance Wars war nice. Also, wie gesagt, es war rein theoretisch, war für viele Leute was dabei. Im Metroid wäre ich fast in Ohnmacht gefallen. Wahrscheinlich so wie Madin, der eingepennt ist. Also wie gesagt, ich fand die Direct gut. Hm. Ich habe ein Viech in meinem Wasser. Ja. Und sonst habe ich mal aufgeschrieben, einen kleinen Titel, das Astra Ascendium oder so, was ja auch im September kommt. Aber guck mal, das hätte ich schon fast wieder vergessen, hätte ich es mir nicht aufgeschrieben. Ich muss wirklich nächstes Jahr Feedbackbogen, also eigentlich muss ich jetzt anfangen mit einem Feedbackbogen ausfüllen, was ich für die nächste E3 besser machen muss, wie zum Beispiel Glamdog kaufen und notieren parallel. Deswegen. Welche Directs kommen nach dieser Woche? Kommen noch diese Woche? Heute Abend um 23.25 Uhr kommt noch Bandai Namco. Ich war gestern lange am überlegen, was eventuell noch gezeigt wird, aber es ist doch ganz klar, was gezeigt wird. Elden Ring ist Bandai Namco, wird definitiv gezeigt. Naja. Jo, das ist schon ziemlich Soulstack. Okay, gut, dann lag ich ja gar nicht mal so schlecht, weil eigentlich, wenn du Team Ninja liest und einen Action-Slasher hast, dann denke ich automatisch an Ninja Gaiden und denke mir dann so, das wird bockschwer werden. Aber wie gesagt, ich habe keine PS5, ich kann die Demo nicht ausprobieren. Das ist echt doof, dass die eine Demo-Plattform exklusiv machen. Das ist so dumm. Morgen, nein, heute. Heute ist Bandai Namco. Ja, Martin wieder am Trollen. Zelda ist Souls-like. Mario Galaxy ist Souls-like. Nein. Wenn Mario Galaxy Souls-like ist, dann würden wir heute noch vom fünften, sechsten Teil reden, weil das so bockschwer ist. Kommt das nicht nur auf PlayStation? Nee, ich habe auch Xbox gesehen beim Trailer. Aber es kann gut sein, dass ich es wieder rausgenommen habe. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte ja Bock, den Protagonisten zu spielen im Poloshirt, während du von zwei Rittern begleitet wirst, während der Typ im Poloshirt immer sagt, ich bin hier, um Chaos zu killen. Ich werde Chaos stoppen. Chaos ist nicht mein Liebling, deswegen muss er weg. Ne, wollte ich gerade sagen. Also eigentlich für alle Plattformen, bis auf die Cloud-Konsolen und Switch. Aber Switch heißt nichts. Ein Jahr später kommt es dann für Switch. Hat man jetzt bei so vielen Titeln gesehen, dass dann eine Portierung dann für die Switch irgendwann kam. Was ist morgen dran? Nichts. Bandai Namco beendet meine E3-Berichterstattung. Wobei Berichterstattung, Co-Stream, sagen wir mal hier. Ja. Ich muss der E3X-Kabelsalat noch einen geilen Namen geben. Ich habe mich jetzt die letzten drei Jahre drum gedrückt. Vielleicht nenne ich es einfach mit Beefy auf einer Couch, weil im Endeffekt ist es ja nicht mehr. Ich gucke mit euch die Sachen zu, also könnt ihr euch vorstellen, ich sitze bei euch auf der Couch und wir quasseln zusammen. Ich war auch schon am Überlegen, als das mit dieser Nintendo-Nicht-Stream-Geschichte losging, habe ich schon klar gesagt, so, eigentlich müsstest du knallt sagen, so, weißt was, nächstes Jahr, fuck it, ich lad mir die Leute hier ein, setz uns auf der Couch und quatschen so einfach rum. Ob dann die Kamera an sein muss oder nicht, ist halt eine andere Sache. Sony hat offiziell bei E3 gesagt, so, nee, kein Bock. Die sind auch nicht offizieller Partner der Veranstaltung E3. Deswegen, Sony macht ihr eigenes Ding. Die haben schon gesagt, die machen ihre eigene Veranstaltung. Was da gezeigt wird,
Keine Ahnung. Aber die haben ja auch einige Bretter auf dem Stein gelegt. Also da fehlen ja auch einige Infos zu einigen Spielen, wie zum Beispiel Gran Turismo, etc., etc., etc. Ne, aber wie gesagt, ich gehe, also wie gesagt, Bandai Namco nehmen wir auf jeden Fall mit. Danach machen wir eventuell noch ein kleines Resümee. Vielleicht mache ich das, aber ich glaube, ich mache das wahrscheinlich so wie die letzten Jahre eigentlich kombiniert in so einer Kabelsatz sofort, weil eventuell nehme ich noch die Gamescom mit. Aber ich glaube, ich mache das Resümee, glaube ich, auch noch diese Woche fertig, dass ich noch eine grobe Meinung zu sämtlichen Sachen habe. Weil ich habe ja grob Notizen gemacht, man sieht sie hier auf dem Zettel. Es sind nicht viele, aber sind schon einige coole Titel dabei gewesen. Unmetal muss ich auch noch mal ausprobieren, die Demo. Übrigens, auf der Rückseite sieht man noch das Rätsel aus Zelda. Ich habe den Zettel hier immer noch liegen. Naja. Angeblich sind ja 25 unbekannte Titel in Entwicklung, davon die Hälfte neue IPs oder so. Ja, gut, okay, sind in Entwicklung. Seit wann? Wir haben jetzt gelernt, wenn etwas angekündigt wird, gerade bei Bayonetta und auch beim Metroid, heißt es nicht, dass man im nächsten Jahr direkt Gameplay sieht. Das ist halt echt verheerend jetzt für mich auch bei der Bingo-Karte gewesen. Ich bin davon ausgegangen, hey, wir haben ein Logo zu Starfield gesehen, also sehen wir nächstes Jahr Gameplay. Yeah, was haben wir gesehen? Nichts. Nichts. Wir haben einen kleinen Teaser gesehen, wo eine Frau oder Mann, in ein Raumschiff eingestiegen ist und findige Leute bei Reddit, ich glaube, der Monty hat mich darauf aufmerksam gemacht, so, dass man dann im Panel des Raumschiffes eine Abschabung vom neuen Kontinent zu Elder Scrolls 6 gesehen hat. Ja, gut, okay. Ich gebe zu, ich habe den Spoiler auf dem T-Shirt vom CEO bei Bethesda habe ich nicht gesehen. Ne? One more bite. Habe ich nicht gesehen. Aber das konnte keiner sehen. Zumindest nicht direkt beim ersten Guck. Deswegen. Ne, aber wie gesagt, keine Ahnung. Nägel in den See geworfen. Ja, seit 1999. Was? Genau, aktuell ein Ratchet Clank Final Fantasy 7 Remake. Ja. Ratchet Clank sieht gut aus, aber es. Ich will es nicht schlecht reden, aber es. Nee. Forza, das reizt mich mehr. Halo reizt mich mehr. Ratchet und Clank habe ich einige Teile für die PS3, habe ich aber auch noch nie in die Konsole. Haben den Weg in die Konsole gefunden und wurden geupdatet, aber ich müsste sie einfach mal spielen. Wäre was für einen Livestream unter anderem. Aber ich weiß nicht, ob ihr darauf Bock habt. Habt ihr auf Metroid, glaube ich, mehr Bock? Project Zero natürlich. Project Zero ganz vergessen, die Portierung. Also spätestens da hätte ich mir das Kreuzchen für die Portierung abgeholt. Aber ich will jetzt nicht kleinlich sein. Kurz vor Bingo. War okay. Ne? Ich bin auch mit Quest for Booty damals angefangen auf der PS3. Ich glaube, ich habe das Tools of Destruction hier. Tools of Destruction und Crack in Time. Ja, ich sehe es gerade. Ne, Psychonauts, genau. Psychonauts, ja, aber Psychonauts war ja schon auch etwas länger bekannt, aber es ist schön, dass es jetzt ein Release-Date hat im August. Ich muss immer noch den ersten Teil spielen. Es soll sehr gut sein, Kritikerliebling. So wie auch Beyond Good and Evil. Ihr merkt also, ich habe noch genug da, um euch dementsprechend Spiele zu zeigen, solange es noch möglich ist. Nicht, dass es irgendwann in x Monaten dann knallhart der Hammer kommt mit den Worten so, ja, Stream von Spielen, nee, Urheberrechtsverletzung, ja, dann habt ihr mich. Dann bin ich nur noch am Konsolenbasteln. Dann hau ich das komplette Kabelkonzept einmal über den Haufen. Wobei eigentlich nicht, eigentlich ist das Konzept ja auch in Stein gemeißelt. Danke OG Xbox, danke Xbox One. Deswegen. Dann benutzen wir alle VPNs und fertig. Ja. Aber wie soll ich denn das machen? Ich müsste ja dann aus der Schweiz streamen. Ich will nicht in die Schweiz umziehen. Nein, keine Ahnung, das ist jetzt eine große. Also, wie gesagt, wenn Nintendo auf Japan in einem japanischen Tweet einfach schreibt so: Nee, ihr solltet nicht die Direct sehen, bitte, im Nachhinein reagieren darauf, ist vollkommen okay, aber sonst. Und das dann. Irgendwie 11 Stunden vorher, keine Ahnung, wie das dann demnächst in Deutschland laufen soll. Ne, mit Artikel 13 hast du nicht gesehen. Weil im Endeffekt streame ich nicht meinen eigenen Content. Ich zeige euch ein Spiel von einem Publisher. Auf der anderen Seite muss ich aber auch wieder sagen, das ist Werbung fürs Spiel.
Also ich glaube, kein Publisher auf dieser Welt sagt bei kostenloser Werbung, nee, hab ich keinen Bock drauf, tschüss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sind so Sachen, die, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die da sowas machen. Deswegen, wir gucken einfach mal. Bisher ist noch niemand irgendwie gebannt worden, weil er ein Spiel präsentiert hat, was er nicht da zeigen durfte. Deswegen, das ist wie gesagt ein echt schwieriges Thema. Solange wir noch können, tun wir es. Und solange wir das noch dürfen, seht ihr auch noch alten Kram bei mir. Kommt immer auf das Spiel an. Genau, kommt immer auf das Spiel an. Da hast du auch recht. Ich würde euch nie ein Need for Speed zeigen. Warum? Ja, wobei, ich würde euch ein Need for Speed zeigen, aber ohne Musik. Ich würde die Musik ausschalten. Genau, oder es kommt halt ein Zertifikat, wo drauf steht Streaming, Streaming-kompatibel. Das wäre auch noch eine Idee. Ich glaube, das würden die Publisher sogar machen. Dass dann so ein kleines Symbolchen draufkommt, wo einfach nur irgendwie, keine Ahnung, ein Zeichen ist, wo dann einfach gesagt wird, darfst du streamen, ist okay. Das wäre noch eine Idee, liebe Publisher. Also falls irgendwann mal dieses sein sollte, diese Idee bitte nehmen, so wie sie ist, irgendein Zeichen und dann sagen, Streaming-kompatibel. Das wäre cool. Na, deswegen ist es halt schwierig. Das ist echt ein schwieriges Thema. Deswegen lasst uns froh sein, dass wir es so machen durften wie bisher. Yo, der Square Enix Stream hatte ein, hatte freundliche Musik. Fun Fact, alles durchgegangen. Also klar, ich konnte die Aufzeichnung auf YouTube konnte ich nicht monetarisieren. Warum auch? Wir sind nicht Partner, also monetarisiere ich auch nichts. Deswegen ist mir das Pups. Ich muss auch leider zugeben, der Aufwand, diese Aufzeichnung dann nochmal fertig zu machen, nochmal nachzugucken, ob alles okay ist, eventuell nochmal Hinweise. Dieses Jahr habe ich gar keinen Hinweis reingemacht, weil ich ziemlich mich wenig vertan habe. Gut, okay, ich habe ab und zu mal Quatschfehler gemacht, ne? Dreistelliger Betrag und dann sagte ich irgendwas mit 4000 Bestellungen bei Limited Run. Ist natürlich klar, da weiß jeder, so, ey, wie viel das ist, aber auch schlecht gesoffen. Apropos gesoffen, Prost. Tasty. Ne? Aber wie gesagt, jetzt, wenn ich mir, es läuft gerade parallel, auf meinem Fernseher läuft das Metroid Dread. Ich kriege direkt Flashbacks aus der E3 2016, nee, 17. Oder war es 18? Mit Metroid Samus Returns. Ich habe richtig Bock auf den Titel und es sieht wirklich super aus. Aber wie gesagt, der Square Enix Stream mit Guardians of the Galaxy, ich muss zugeben, nachdem ich das Video geschnitten habe, hatte ich einen Ohrwurm. Be a Hero. So, 15 Sekunden Ende. Oh, überraschend, Fatal Frame Maiden of a Blackwater. Echt? Nein. Nein, das machen die nicht. Echt jetzt? Nein. Fuck, du trollst mich jetzt. Und jetzt echt plattformübergreifend raus? Es war krass. Geil. Dann kann ich euch sagen, kauft es. Weil ich möchte einen neuen Teil haben. Ne? Also alle haben einen Chat. Jetzt kaufen. Fatal Frame. Es wird irgendwann arschteuer. Irgendwann könnt ihr es euch nicht leisten. Kauft es jetzt, sonst gibt es keins mehr. Ich habe keinen Bock auf einen Pachinko-Automaten. Ich möchte ein neues Fatal Frame haben. Na, damit ihr Bescheid wisst. Na gut. Ich glaube, damit sind wir jetzt mit Nintendo durch. Also wie gesagt, Bandai Namco folgt dann heute Abend um 23 Uhr. In der Zwischenzeit machen wir jetzt was. Also ich habe jetzt auch Metroid gesehen. Ich bin, dass die Emmys dann dementsprechend dann noch unterschiedliche Farben haben, dass die halt bei gewissen Waffensystemen erst anfällig sind und dass man die dann aus dem Weg räumen, ist auch eine geile Idee. Ist dann halt nicht so wie in Resident Evil der Nemesis, der irgendwie gefühlt nicht besiegbar ist. Naja, schade. Ja, wie gesagt, Monster Hunter? Nein, doch. Oder Bomberman. Ihr habt jetzt die Wahl. Ich ändere mal den Streamtitel.